Salve, das war das Horus. Willkommen zu einem neuen Video hier aus meinem Werkzeugschuppen, zu einem neuen Tabakko-Review, Pipe-Tabakko-Review, um genau zu sein. Ja, ich habe fast keinen Pfeifentabak mehr im Armbruch, also muss ich eine neue Packung öffnen. Dabei werde ich euch daran teilhaben lassen, heute mal. Es geht hier um, wie ihr auch in der Videobeschreibung, guckt in die Videobeschreibung, wollte ich sagen, wie ihr im Videotitel lesen könnt, geht es heute um den Brookfield No. 3. Ja, zwei Brookfields hatte ich ja schon. Einmal den gelben und den schwarzen. Nummer 1 und 2 sind es, wenn mich nicht alles täuscht. Den schwarzen fand ich ja extrem gut, einen schönen Vanillegeschmack und trotzdem tolles Tabakaroma. Die Videos findet ihr auf meinem Kanal, wenn ihr da Brookfield eingebt, da findet ihr das schon. Zuletzt habe ich ja den Colts veröffentlicht, den Colts von Alexander. Von Alexander aus dem Fanpaket, das ist dieser hier. Den gibt es wohl in drei Sorten. Er hat mir natürlich die geschickt, die ich am wenigsten kaufen würde, aber macht ja nichts, war umsonst. Vielen Dank nochmal Alex an dieser Stelle. Und in diesem Video geht es wie gesagt um den Brookfield No. 3. Das ist eine 50 Gramm Pouch, kostete vor Weihnachten, heute haben wir den 23. März, ich habe den vor Weihnachten Anfang Dezember gekauft letzten Jahres, also 2021, in Wilhelmshaven, weil es hier bei uns in der Nähe keine 50 Tabakstores gibt, da habe ich mir diesen hier mal gekauft. Nach meinen Lesungen ist da Kirsche drin, fand ich ganz interessant. Leider haben die Toscanellos, die in der Schublade mitlagen, ihren Geruch an diese Tabakverpackung abgegeben. Darum kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen. Ich werde jetzt nochmal in meiner Wunderschublade kramen. Pfeifenreiniger und Jenny Clean. Werde ich euch beides in der Videobeschreibung verlinken, so wie auch eine Pfeife. Ich habe leider die ich habe, kann man bei Amazon nicht kaufen. Ich habe hier eine Jean-Claude Pfeife. Ich werde euch ein anderes Pfeifenset verlinken. Guckt einfach in die Videobeschreibung, da sind ein paar tolle Pfeifen und Raucher-Gadgets drin verlinkt. Und denkt dran, Rauchen ist ungesund, Rauchen ist tödlich, Rauchen mindert die Fruchtbarkeit, macht das also bloß nicht. Haut mir lieber dafür ein Abo rein, schenkt mir was von meiner Wunschliste, kauft was über meine Affiliate-Dings, dann haben wir alle mehr davon. Ich werde jetzt meine Pfeife reinigen, hier Pfeife reinigen mit Danny Clean. Über dieses Produkt Danny Clean habe ich auch ein Video gemacht, findet ihr auf meinem Kanal. Ich mache jetzt hier das Danny Clean ganz normal auf, tunke den Pfeifenreiniger rein, von beiden Seiten, öffne meine Pfeife, ich puste jetzt vorher nicht aus, da beschweren sich hier mal einige drüber, und gehe dann da einfach rein. Dann hält man besser mit dem Kompressor auspusten können. Mache ich jetzt auch eben. Nichts dergleichen zum Auspusten da. Geht aber darum, dass das Zeug neutralisiert wird. Einige machen das mit Isopropanol, andere nehmen Babypuder, hat mir einer geschrieben. Das macht für mich auch Sinn, Babypuder. Weil man dann natürlich den Sabber trocknet, den Tabakgeruch vermindert. Ich nehme jetzt nochmal neuen Pfeifenreiniger, weil mit dem dreckigen Ding brauche ich ja nicht unbedingt durchs Mundstück fegen. Ich mache jetzt eine Seite nur nass, kann ich gleich mit der anderen einmal abtrocknen. Seitdem ich dieses Danny Clean habe, mache ich meine Pfeife auch öfter sauber. Das habe ich vorher nie gemacht oder nur sporadisch. Darum sieht das jetzt auch weniger scheiße aus als sonst oder früher. Bisschen wie ein Corona-Test, man muss schon das richtige Loch treffen. Die ist jetzt wohl für den Test sauber genug. Wenn ihr Danny Clean oder Pfeifenreiniger haben wollt, guckt in der Videobeschreibung nach. Pfeife wieder zusammengesteckt. Lasse ich das eben zusammen ein bisschen den Danny Clean verziehen. Verziehen heißt das so? Verdampfen, so. Die beiden Pfeifenreiniger von Danny Cotea. Ah ja, ich habe ja sogar von der gleichen Firma die Pfeifenreiniger wie den Pfeifenreiniger. Also nochmal, Rauchen mindert die Fruchtbarkeit. Diese Packung kostet 50 Gramm 5 Euro. Gibt es auch andere Maßeinheiten? Gibt es auch so eine 200 Gramm Dosis, glaube ich. Ja, wer so viel rauchen will, mein Gott. Bevor wir jetzt diesen Tabak auspacken, kann ich schon mal empfehlen, wer so ein Feuerzeug haben will, soll sich mit mir in Verbindung setzen. Nun fokussiert auch wieder. Mein Feuerzeug, Reibrad-Feuerzeug von Firma Unilight, da steht mein YouTube-Name drauf.
Genauso wie hier auf meiner Cappy. Wer das haben will, 1,55 € gegen den Versand, gegen das Portokosten verschicke ich euch so ein Feuerzeug. Einfach als reines Werbemittel, Freundschaftsgeschenk und sonst was. Ist noch nicht ausgepackt, diese Packung, der Pouch. Banderole reiße ich jetzt ein. Ich habe mich eigentlich nicht auf diese Sendung vorbereitet. Ach ja, wie die anderen natürlich auch von Firma Pöschel aus Geisenhausen in Germany, made in EU. Under License vom Golden Blend Tobacco Company inklusive Wilson North Carolina Limited. Ja. Natürlich nochmal aromadicht versiegelt. Riecht auch wieder wie Trockenfrüchte, aber ein bisschen nach Kirsche. Aber nicht unbedingt ganz doll nach Kirsche, das hätte ich jetzt stärker erwartet. Aber macht ja nichts. Wir haben jetzt hier so einen Flake Cut. So sieht das aus, wie ganz normaler Pfeifentabak halt aussieht. Den tue ich ganz normal in meine Pfeife rein. Den Pfeifenstoff habe ich immer noch nicht gekauft. Ein bisschen mehr, schadet ja nicht. Nur im Geldbeutel, darum raucht am besten gar nicht erst. So, leicht andrücken mit dem Finger. Tüte wieder schön verschließen. Wieder zurück in den Schrank. Muss mir noch mal eine zweite Pfeife kaufen. Kommt kein großartiger Tabakgeschmack durch, auch kein großartiger Kirschgeschmack. Ist aber leicht zu ziehen. Ich mache das jetzt an. Schmeckt sehr leicht, wenig Tabakaroma. Muss dann gleich wieder aus. Muss mir mal Streichholz oder sowas kaufen. Jetzt kommt leicht der Kirschgeschmack raus. Aber immer noch wenig Tabakgeschmack. Also mein Lieblingstabak will das nicht, weil ich lieber stärkere Tabak mag. Ja, man kann halt nicht alles haben. Ist bestimmt gut für zwischendurch mal und für Pfeifenanfänger vor allem. Interessanter Geschmack. Aber sehr mild. Es ist was Schönes für einen Pfeifeneinsteiger. Erstens wenig starke Stärke. Wenig Tabakgeschmack, leicht süßlich. Durch den geringen Preis auch sehr für Einsteiger freundlich. Falls es nicht schmecken soll, kann man die Packung halt immer noch verschenken, ohne großartigen finanziellen Verlust. Ich kann nur empfehlen, die anderen beiden Tobacco Reviews zu dem Pöschel, zu dem Brookfield 1 und 2 mal anzuschauen. Wirklich sehr mild. Riecht aber angenehm süßlich, leicht nach Kirsche. Ich glaube, da hätten auch Mitmenschen keine Probleme mit, wenn man den raucht. Nö, hey, gefällt mir aber ganz gut. Bisschen zu schwach für mich. Also ich finde auch nicht, dass er ein großartiges Kirscharoma hat. Die habe ich mir jetzt mehr von versprochen. Aber ganz in Ordnung, mit dem Preis von 5 € und würde man dafür verlangen. Letztendlich ist Pfeifenrauchen billiger als Zigarettenrauchen, weil Pfeifen braucht man nicht so viele wie Zigaretten am Tag. Und mehr als 20 Pfeifen kriegt man so eine Pfeife aus, so eine Packung meiner Meinung nach auch raus. Also aus einer 50 Gramm Pouch. Das lohnt sich vielleicht mal auf Pfeife umzuspenken. So eine Pfeife kostet 20 €. Ja gut, die hat jetzt 40 gekostet, aber die sich euch in der Videobeschreibung verlinkt, die kostet 20. Ja, das kann man mal investieren, das ist eine ganz interessante Sache. Ich finde Pfeifenrauchen wirklich sehr entspannend. Das ist wirklich wie günstiger Urlaub. Man entflieht einfach dem Alltagsstress und das finde ich schön. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Wieder ein schöner Anfängerpfeifentabak, muss man mal ausprobieren. Oder sollte man, wenn man sich für Pfeifen interessiert. Am besten interessiert euch nicht für Pfeifen, weil das ist ja Rauchen, ist ja, mindert ja die Fruchtbarkeit und ist ungesund. Ja, weil ja 50 Gramm Pouch gibt es in anderen Größen. Ich gebe dem Tabak ja 7 von 10 Sternen oder Punkten. Mir fehlt es persönlich einfach an Tabakstärke, aber für Anfänger ist das sehr ideal. Und mir gefällt ein bisschen Kiesgeschmack. Aber so wirkt es nicht so künstlich. Das hat auch seine Vor- und Nachteile halt alles. Aber ich persönlich brauche ich auch keinen Kirschtabak. Ja, für die Leute, die noch nicht so auf Pfeife geraucht haben, für die ist das was. Pfeifentabak oder Pfeifrauchen ist immer Geschmackssache, logischerweise. Dem einen schmeckt es, dem anderen nicht, genauso wie Cocktails oder Essen. Wenn ihr euch für Essen interessiert, habe ich auch genug Videos auf meinem Kanal, kann ich nur empfehlen. Kann ich auch besser empfehlen als Tobacco Reviews, weil es dafür Geld gibt. Ich weiß nicht, wie lange man dafür braucht, um Danny zwischen der Reinigung und dem Rauchen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Produkt besser kennt als ich. Ich weiß nicht, wie lange man dieses Danny Clean einwirken lassen muss oder verduften lassen muss. Keine Ahnung.
Gerade habe ich vor euch noch diesen hier Ettaler Klostertropfen abgedreht. Ettaler Klosterlikör. Guckt euch das Video mal an, kann ich nur empfehlen. Vielleicht ist dieses Waschmaschinenvideo schon online auch sehr interessant. Wie gesagt, ist kein schlechter Tabak, ist was Schönes für Einsteiger, für laut Internet auch was für fortgeschrittene Tabak, Pfeifenraucher. Ist fürs Geld nicht zu viel verlangt, ist ein ganz guter Tabak. Was soll ich noch großartig erzählen? Außer dass ihr mir ein Like und ein Abo da lassen sollt für weitere Kommentare, für coole Videos oder generell für Videos. Cool sind meine Videos und alles andere. Oder alles andere, meine Videos sind alles andere als cool. Dafür von Herzen. Ja, wir können mir auch gerne ein Herz da lassen. Ja. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, ich habe eine PayPal-Seite, da könnt ihr mir Geld spenden, wenn ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Roman. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some ego to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything.